Willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von Let's Play A Link to the Past von Zelda. Hier war Super Yupa und es geht weiter mit Part 8. Und im letzten Part haben wir den bösen Zauberer besiegt, aber leider konnte er das Siegel brechen. Der und Zelda wurde auch entführt. Und wir haben das Master Schwert erhalten, das wir aus dem verlorenen Zack, zack, so schaut, was es kann. Aus dem Stein gezogen haben. Ganz genau. Steffi zeigt euch nochmal die Fähigkeit, wenn wir alle Herzen haben. Und das ist jetzt eben die Schattenwelt. Genau, das sie war eins, das sie ist das Land. Ebenbild von Hyrule. Oh, du dicker Bombenjunge, dich kenne ich doch noch. Das ist der Zyklop. Ja. Mit dem Bombenkopf. Mit dem Bomben. Ist der Zyklop mit dem Bombenkopf. Und er springt selber vom Bomben, wenn wir mal eine Bombe haben. Hab den da für mich. Dankeschön. Das ist sehr komisch, obwohl er ist ja der Bob. Ja, wir wollten ihn immer mit der... Achso, ich... Nee, ich will nichts spoilern. Boah, ich hab einem was erzählt. Verdammt. Spoiler-Gefahr hier bei uns. So, ja, und wir haben jetzt von Saralala eben die Aufgabe bekommen, die sieben Mädchen aus dem Verliesen zu oder Dungeons zu befreien. Das ist ein neuer Dungeon, Leute. Nein, Spaß. Und ja, der... Das ist ein cooles Bobberle. Hallo Fremder, suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als Erste berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte eins nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher diese Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. So lange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Das ist dieses Dreieck. Das ist das Pilz. Und das Triforce besteht immer aus den drei Fragmenten. Einmal Stärke, einmal Mut und einmal Weisheit. Genau. Und auf dem Todesberg haben wir eben auch schon so zwei Kollegen getroffen. Da auch einer der Ball und der Teufel da. Genau. Und die waren, das war auch die Schattenwelt. Da wundert ihr euch wahrscheinlich, warum dann eine andere Musik war, aber das kommt, weil wir die Mondperle besitzen. Das ist andere, das ist diese Musik, die offizielle Musik. Genau. Das ist dieser komische Teufel. Ach, stimmt, der Ding. Und hier ist ein Fall, wo wir lang müssen. Ganz genau, und wir haben es, hab ich schon gesagt, was wir den Auftrag haben? Ja. Bis zum. Ich glaube schon, oder? Ja. Palast der Dunkelheit. Nein! Egal. Ja. Das ist ein Dino, man, hier natürlich kein Vogel. Das auch. Ja. So, ja, und hier war eben in der Lichtwelt der. Ist hier dieser. Nee, das ist nichts. Nee, nee, komm, das ist der Obst. Oh, Ostpalast. Ist ja immer Obstpalast irgendwie. Ja, Früchte gab es hier keine. Nein, nicht da lang. Nicht? Doch, hier ist irgendwo sein kleiner Affe. Sieht man an dem Punkt, wo man laufen muss? Nee, ist in andere Richtung. Eigentlich nicht so. Unten muss er, da geht's nicht. Du musst zurück. Ach so. Hier. Ich sag gerade, da sieht man alles, dann sehe ich selber nicht. Jetzt habe ich ein kleines Wesen hinter mir. Ja. Ein blaues Äffchen. Ich bin Didi, der Affe. Guck, Didi, liebe ich über alles. Geil. Schenkst du mir 10 Rubine? Natürlich, Süßer. Dankeschön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Jetzt begleiten wir ein süßes Kästchen. Schaut ihn euch an. Das ist ein kleines Äffchen. Wir müssen uns lang nach oben, oder? Darf jetzt eben kein Monster berühren, sonst haut der, glaube ich, ab. Ich weiß gar nicht mehr. Und ist das der große Affentempel da hinten? Ist das der Big Affentempel? Das ist der Big Affentempel. Der Monkey Tempel. Für 100 Rubine öffne ich diesen Eingang. Willst du das? Bitte schön, dann versuch doch mal. Wir haben keine 100 Rubine. Na, es haut ab. Nein, es haut dieser. Wegen 5 Rubine. Verdammt, wieso? Nein. Jetzt brauche ich viel mehr, jetzt brauche ich dann nochmal, wir haben ja wieder nochmal Geld. Leute, ich sammle schnell das Geld, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Mist. So Leute, das sind wir wieder und wir haben jetzt 100 Rubine. Jetzt zahlen wir. Sehr gern, dann macht 100, das macht 100 Rubine. Hör damit. Okay, Affe, was machst du jetzt? Ach, du springst da drauf. Das ist ein Schalter. Yeah, danke schön. Danke und ciao. Und Leute, willkommen im Palast der Dunkelheit. Und lauscht mal, die Musik hier ist ganz anders als wir. In der Lichtwelt. Es gibt nur einen Dungeon Sound. Macht er jetzt nichts auf? Oder kommt ein Schlüssel aus? Kann natürlich auch sein. Kann das sein, Kapitän? Schalter. Ein Schalter? Ja, es ist der Palast der Dunkelheit. Es ist aber hier gar nicht so dunkel wie angenommen, wegen dem Namen. Aber
9. ist das ganz cool gelöst. Da ist ziemlich wirklich dunkel. Ja, das ist wirklich dunkel. Yeah, das ist so. Da kann man dann wieder was an, also Lichter anmachen und dann wieder was ausmachen. Dann sehr cool auf jeden Fall gemacht. Da hat der Name wirklich seine Ehre. Ja, das Palast der Dunkelheit. Du musst halt schauen. Aber wir müssen auch denken, das Spiel ist von 1992, das ist schon ein paar Jahre auf dem Buckel auf jeden Fall. Und ja, für die damals, für 16-Bit ist das schon ein ziemlich beeindruckendes Abenteuer. Ich habe die Tür zugemacht. Sehr gut. Und wie immer gibt es auch wieder diese Zyklopen. Und, mir ist auch gefallen, dieser Tempel fängt, oder Tanztempel, der fängt genauso ähnlich an wie der vom Ostpalast, das sage ich auch schon. Ostpalast. Hey. Ah, hier ist eine, kennen wir den schon? Das ist ja komische Magie-Rauber. Oh, eine Nachricht! Oh, ich muss sie gleich lesen. Link, hörst du mich? Ich bin Zelda, dein Zelda. Ich bin im Schildkrötenfelsen gefangen. Oben auf dem Todesberg eingeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber bitte, bitte, beeile dich. Ich warte auf dich ungeduldig. Das heißt, Und im Schildkrötenfelsen, also die arme Zelda hat eine Schildkrötenfelsen. Die arme. Eine fette Schildkröte sehen könnte wahrscheinlich. Oh nein. Im Körper eines Zauberers. Oh mein Gott. Was? Im Körper eine fette Schildkröte hat sie entführt und der hat den Körper eines Zauberers. Ich kann es nicht vorstellen. Da ist, wenn man das andere aufmacht, ist es bloß fake. Oh, hallo. Das ist nämlich das Juba und der Dark Potion. Ich noch kennt, das hat, ich hab heute auf einer englischen Seite gelesen, wie dieses angebliche Yuka, wo wir genannt haben, wirklich heißt. Das irgendwas heißt, mit G. Irgendwas mit G. Ich hab's vergessen. Was war eine englische Seite? Ich weiß bloß, dass das eine Viech, das hier jetzt kommt, das heißt Maul, also vom Maulwurf. Und ich finde, das sieht immer nicht aus wie ein Maulwurf. Das sieht ja klein, Karte. Ja. Das ist es nicht. Das ist ein Smurderblut. So haben wir die genannt. Müssen nicht verstehen. Ja, die geben so einen komischen Laut davon. Sind wir da mal irgendwie spontan mal drauf gekommen und dann heißt es halt jetzt. Nein, oh, ich hatte Glück. Ja. Okay, Leute, und hier ist das Maul. Seht ihr, dass das da hinten rauskommt? Das ist angeblich Maul, Maulwurf, aber ich finde das. Also ich. Ist das ein Maulwurf? Also es macht so. Guck dir mal so aus. Das ist ein Monty von Super Mario. Ja, das kommt. Wow, jetzt gehen in die Luft. Jawohl. Und hier haben wir Feen. Die wir ja nicht brauchen. Nee, wir haben wirklich alle Feen. Tschüss. Ja, wir haben ja Agima keine gebraucht oder wie auch immer der Typ heißen mag. Aber uns heißt das so. Ist egal. Zauberer einfach. Und ja. Zack. Wir machen das dabei auf. Und wir haben Karte. Da schauen wir es mal gleich drauf. Oh, hier ist gar nicht so großer Dungeon. Schön. Und die kriegen nochmal eine Kiste. Schüssel, das hier ein Teddy-Zyklop. Ja, ein Pärchen. Pärchen? Ah, oh, Pärchen. Bist du wirklich? Aber nur ein Augenpärchen. Okay, weil jetzt müssen wir diesen gleichen Weg zurückgehen. Wow. Oh, aua. Das hier blöden. Was stimmt das für Sterne? Ich weiß gar nicht. Die gibt es auf jeden Fall auch immer bei den Zellern. Die gibt es so oft. Die rauben einen auch den. Schau mal, die Viecher sind nicht da. Ja. Schau, Leute, ich lege jetzt da für euch eine Bombe, wenn ihr das Ding besser passiert. Das ist da drüben. In der anderen Raum, woanders sonst. Da, wenn man da durchfällt, dann. Bist du durch. Du fällst nicht irgendwo durch. Die zieht man einfach ein Herz ab. Genau. Schau, ich glaube, ich muss da schieben. Ja, wir sind ja da. Sehr gut. Ein bisschen hoch. Zack, zack. Und jetzt können wir in der Mitte weiter, weil wir einen Schlüssel haben oder zwei, besser gesagt. Hallo, Kleines. Warte, das heißt irgendwie. Saurus. Helmet. Ich glaube Helmet Saurus. Helmet Saurus. Oder Helm Saurus. Ich sag nicht. Also wer so einen Helm hat und hinten am Po, wo der zwei ist. Oh, oh. Oh mein Gott, man muss ihn an den Po gehen. Muss ich von hinten angehen. Ja. Ach, das sind irgendwie so Feuerschildkröten. Das sind Turtles. Turtles. Und dieser blöde Stein hat auch. Der hat Medusa. Das habe ich gewesen. Medusa? Ja. Okay, hey, wir stehen auf einem Stein. Nein, die Knochen, hey, die kennen wir doch schon. Die Knochen, Bro, was sind das? Und sie fallen in ihre Einzelteile. Und sie verlieren blöden Schildkröten. Das
Wieso sind diese Kröten halt immer kaputt? Eigentlich sind die Kröten niedlich auf den Nerven. Okay, das sind die. Sie knutschen Steine. Sie knutschen die Kiste. Sehr gut. Das schmeckt so lecker, die Kiste. Epic Geschmack. Okay, wir sind wieder hier. Da waren wir gerade wieder. Ah, da muss ich ja. Ah, oh, nee. Was? Sieh da wieder. Ach, der eine Typ ist weg. Okay, super, super, super. Ich habe nichts gesagt. Der damals so? Ja, muss ich wieder den Schalter aufmachen da. So, Leute. Jetzt gehen wir mal links lang, oder, Michi? Ja, links vor der Mitte geht's nicht lang. Da ist der Wand. Und jetzt mit meinem Wunst. Alter. Muss ich die töten, oder? Nö, lass doch. Die tun dir nix. Du hast gesehen, die Schippen haben mich eingegriffen. Stimmt. Sie sind auf mich zumarschiert. Das sind, glaube ich, auch Feuerschildkröten, ich weiß es nicht. So, sind wir da wieder? Zack. Wir werden diesmal nicht hinunterspringen, weil er warte schon. Und wie ihr seht, gibt es jetzt auch keine Krüge mehr. In den anderen Dungeons gibt es nämlich Totgriffe. Wir sind in der bösen Welt. Ja, und Totgriffe sind böse. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Großer Schlüssel brauchen wir jetzt schon. Ja, sehr gut. Wir brauchen ihn ja auch immer für die Schatztruhe, oder? Ja. 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 Oh. Wenn so. Tja, wollte schießen Weg eigentlich sparen können. Stimmt, das wusste ich aber nicht mehr. Wir haben ewig haben wir das gar nicht gespielt. Irgendwann haben wir es immer dort gespielt. Aber auf jeden Fall eine längere Aufnahmepause gemacht. Genau, das können wir sagen. So. Das können wir eigentlich auch jetzt sagen. Das waren wir hier schon trotzdem das dritte Mal, ist das nicht schön? Ja. Ich zocke immer mit Facecam. Naja, also doch. Also wir offscreen spielen manchmal. Ihr wisst schon was nicht meine Leute. Wollen nicht alle. Soll ich jetzt links lang gehen oder rechts? Rechts, oder? Rechts. Links kannst du glaube gar nicht, oder? Karamba! Ja, ein Schlüssel. Ein Schlüssel wollte ich eigentlich sagen. Ich bin ein Wahrsager. Da geht's nicht lang. Nein, geh weg. Schub sie weg, Schiffi. Oder hat man da rüber springen können. Und das hier ist der bessere Weg. Oh, ich muss weiß, was da kommt. Rennen. Weg damit! Nein! Schleicht dich! Okay, super. Das ist immer ein Weg, die Leute. Oder was ist das? Und hier ist ein Dragon. Und hier haben wir einen grünen Dinosaurier. Was? Wieso kann eigentlich Dinosaurier Feuer spucken? Ich weiß, sieht aus wie ein Dino. Dieser Dreizack-Dino da. Nee, es gibt keine drei. Keine Dreizack. Okay, dann ist das eine. Es sieht aus wie der Dino aus Super Mario. Kennst du die Kleine, ne? Ja, die können. Die können auch Feuer spucken. Die Kleinen können Feuer spucken, die Großen nicht. Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Auch nicht, mir fällt gerade ein. Ach, hier ist auch noch ein Super Schatz. Mario hier bei. Und bei Super Juppa? Bei Super Juppa. Was heißt das denn? Oh mein Gott, wer wird noch kommen? Mit Mario, der große Engel, ist dann nicht was. Okay, da war sonst nichts mehr, gell? Nee. Nein. Ich hab ja Mario. Jetzt weil ihr keinen Bock mehr auf Peach hatte. Oh, wir kriegen den Hammer. Du hast den Hammer erhalten. Ramme damit hölzerne Pfähle ein und klopfe auch mal auf andere Gegenstände. Klopf, klopf. Ich bin kein Gegenstand. Schlägerei. Wir schlägern uns nicht. Stimmt. Nicht Spaß. Okay, wo muss ich da lang? Ich gehe da oben, links, rechts, runter. Runter, hier, rechts, da nach oben. Ja, so. Ja, das alles ohne Navigationsgerät. Und ohne Karte. Oh mein Gott. Das ist sehr komfortabel. So, jetzt kann ich diese Tiere töten. Dann können wir nicht klopfen. Jetzt drehen die sich eben um. Und mal wieder klopfen und pieken. Ah, du bist hilflos. Sehr gut. Aber auch nur, weil du eine böse Schildkröte bist. Wenn du eine liebe Schildkröte bist, hätte ich dich nicht angegriffen. Komm her, du Vieche! So, Michi, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ich schreib das in die Kommentare, wir warten aber hier. Nein, Spaß, wir gehen links lang. Das meiste gibt mir immer nichts. Echt? Und wir entzünden die olympische Fackel. Oh. Da waren ganz viele Turtles auf uns. Turtles und Schatz entfallen. Oh! Oh, oh. Das sind ja unsere Armor entfallen. Oh! Weißt du, jetzt haben wir Geld und vorher ging es beim Affe ging es uns aus. Das war echt eine Sauerei, oder? Wenn man Geld braucht, hat man es nicht. Wenn man Geld hat.
Das ist wie beim Shoppen. Hier sieht man immer in der Stadt, ja, das und das gefällt mir. Du hast rein Geld, dann ist das so Mist. Da hast du voll viel Geld und dann findest du auch nichts. Ja, kennt ihr das auch, Leute? Das ist so voll behindert. Das aus, können wir den Part dann schon bald beenden, oder Michi? Ja, beenden wir dann gerade. Soll ich noch irgendwo weitergehen? Ach, wir öffnen diese Türe noch, oder? Diese Türe noch. Streiten wir. Und ich höre die Schatztruhe, oder? Okay. Ja. Und dann machen wir wieder einen Schnitt. Und dann machen wir einen Schnitt. Einen Schnitt machen wir. Mitmachen wir. Ah! Okay, jemand mit Schnitt, oder? Ja, hier, bei diesen schönen Dingen. Also Leute, das war's mit Part 8 hier bei A Link to the Past. Super Jura? Genau, im Schattentempel. Ja. Klasse Dunkelheit. Und wir sehen uns am nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.